Ja, hallo und willkommen hier zur 8. Folge Ostriff auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es vielleicht schon, der Spielstand ist etwas fortgeschrittener. Es hat einfach den Hintergrund. Ich habe jetzt gerade eine, naja, ca. 30-minütige Folge aufgenommen, weil ich dachte, ich mache die mal ein bisschen länger, weil viel passiert ist. Ja, was hat sich am Ende rausgestellt? Mein Mikrofon war nicht an. Ich habe zwar hintereinander aufgenommen, habe jetzt zwischendurch noch was gegessen gehabt, habe da mein Mikrofon ausgemacht und habe es vergessen wieder anzumachen. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt heute einfach mal durch, was alles passiert ist. Es ist, ja, es ist ein bisschen was, aber es ist jetzt auch nichts, was nicht im anderen Let's Play schon vorgekommen ist. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch und deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, die ganze Folge nicht nochmal aufzunehmen, sondern einfach nur mit euch im Schnelldurchlauf durchzugehen, was wir so gemacht haben. Wir lassen das Spiel trotzdem mal laufen, dass unsere Baufortschritte natürlich weiter gemacht werden. Ja, als erstes haben wir hier die Produktion für Ziegelsteine angeworfen. Ich habe einmal die Lehmgrube, ich habe auch eine Sandgrube direkt daneben gebaut. Wir haben ein Lager, wo fertige Ziegel direkt eingelagert werden können. Dann haben wir natürlich hier unten unsere Siedlung wieder ein bisschen vergrößert. Ihr seht es, wir haben auch den zweiten Holzfäller ein kleines bisschen versetzt. Und das, was wirklich wichtig war oder was das Wichtigste ist, wir haben eine neue Farm mit einem Lebensmittellager direkt daneben, die uns jetzt da noch zusätzlich mit Lebensmitteln versorgt, vor allen Dingen mit Kartoffeln und mit Buchweizen. Und um die Farm dann auch natürlich regenerieren lassen zu können, haben wir auch direkt eine volle Kuhweide oder einen relativ vollen Kuhstall daneben, damit das Feld auch vernünftig wieder gedüngt wird. Ja, viel mehr ist jetzt nicht passiert. Das haben wir jetzt in der Zeit gemacht. Wir haben auch noch hier schon, ihr seht es auch am Bau, wird jetzt gerade unsere Seifenproduktion hochgezogen, weil unser Ziel für die Folge jetzt eigentlich war, oder ja eigentlich immer noch ist, dass wir die ersten größeren Häuser bauen. Und da brauchen wir die Seifenproduktion entsprechend auch mit der Glasproduktion. Aber weil das alles zusammenhängt, machen wir natürlich die Seifenproduktion da gleich mit. Das wäre ja Quatsch, wenn wir da jetzt irgendwie zwischendrin was ausmachen oder was auslassen. So, dann gucken wir jetzt hier gleich nochmal, was wir verkaufen können. Wir haben natürlich auch wieder ordentlich Import und Export betrieben. Also ich habe sehr viel Kalk eingekauft. Wir haben auch sehr viel verkauft. Weniger Sonnenblumenöl, mehr andere Sachen. Aber auch das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Aber auf jeden Fall unser Import-Export funktioniert sehr gut. Ihr seht es hier, Import 1100, Export 600. Also es ist schon, es sind schon ganz schöne Mengen, die sich da bewegen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir auf lange Sicht nicht zu viel importieren und mehr exportieren. Ja, ich wollte hier auch noch einen Marktplatz hinbauen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass wir ja größere Häuser bauen können mit einem entsprechenden Store. Deswegen macht das gar keinen Sinn, einen Marktplatz zu bauen. Deswegen habe ich den jetzt auch erstmal gleich wieder abgerissen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier warten müssen, dass die Seifenproduktion steht. Das ist zum Glück auch nicht mehr so lange. Und dann werden wir auch noch die Häuser hier weiterbauen. Ich werde hier wirklich in der Mitte die größeren Karrees bauen und hier rundherum werden wir die Häuser bauen. Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Dann machen wir hier nämlich direkt weiter. So. Wie jetzt? Na toll. Na gut. Muss ja irgendwie so kommen, dass das da mit dem Terrain dann nicht passt. Können wir mal gucken, ob wir, wenn wir das jetzt hier so schräg stellen, passt es da dann? Ja, dann müssen wir. Ja gut, dann bauen wir es halt so. So. So, bauen wir erstmal 6 neue Häuser für neue Familien. Das ist dann natürlich sehr schön. Wir müssen halt auch aufpassen, wenn wir jetzt natürlich so schnell wachsen. Das sind ja dann Familien, die auch erstmal alle vom Vermögen her auf die 50 anwachsen. Bevor wir dann da das Geld wieder zurückbekommen. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten, dass wir halt nicht pleite gehen auf einmal und dann nicht mehr an Rohmaterialien importieren können. Das wäre nämlich
nicht so gut. So, hier legen wir direkt mal volle Kanone los. Ihr braucht Bark, also setzen wir das hier gleich mal hoch, dass ihr auch entsprechend produzieren könnt. So, genau, ihr produziert, das geht hier direkt los, das ist sehr gut. Ja, was braucht ihr denn alles? Asche, ja, okay, Asche können wir dann auch direkt einlagern, sobald wir Asche haben. Ach, und dann hier genau das, die Lauge. Machen wir mal 2000. Dann kann das hier direkt losgehen. Was wird als nächstes gebaut? Die Seifenproduktion. Asche. Hallo, ich würde gerne die Asche einlagern. Hier, die da. Ich hoffe natürlich auch, dass hier auch Pottasche dann entsprechend gemacht wird. Dass wir eben nicht das Problem bekommen, dass wir dann. Dass wir dann nicht die Fenster und so herstellen können. Das wäre ein bisschen doof. Boah, da gucken wir dann einfach gleich mal drauf. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen dann drauf gucken. Ach so, genau, die Schuhproduktion müsste. Ach so, nee, Schuhproduktion wollten wir auch noch bauen. Das machen wir auch mal direkt. Den Schuhmacher. Halt, falsch. Das war den auch direkt bauen, weil Leder. Haben wir jetzt hier mittlerweile genug. Leder wird jetzt auch mittlerweile schon ordentlich hergestellt. Wir haben lagern auch schon ein bisschen was ein. Deswegen macht die Lederproduktion auf jeden Fall auch Sinn. Wir ziehen mal die Häuser hier noch vor, dass die gebaut werden. Und damit das alles ein bisschen schneller geht. Wir haben ja gerade sowieso weder Erntezeit noch sonst was. Da können wir ja ruhig hier mal vernünftig loslegen. Und dann geht das hier nämlich ratzfatz. Das hier alles hochgezogen. So, 3000, genau, können wir direkt verkaufen. Äpfel können wir auch ein paar verkaufen. Machen wir mal 500. Einfach um Geld hier reinzubekommen. 1000 davon. Sehr schön. Ja, dann einmal hier zwei Handwerker mit rein. Dann sollten auch Schuhe demnächst hergestellt werden. Haben wir ja auf jeden Fall ausreichend vorhanden. So, hier würde ich auch mal die Batchgröße ein kleines bisschen anheben. Auf 200. So. Damit das hier alles auch entsprechend. Ach so, nee, das ist ja die fertige. Der fertige. Nee, das ist dann doch eine blöde Sache, weil dann wird das doch. Können wir schon auf 200. Können wir auf 200 anheben. Hier sind 350 schon vorrätig. Dann passt das. Dass das hier dann auch vernünftig alles genutzt wird. So, eine neue Familie ist eingezogen. Genauso muss das sein. Oh, Entschuldigung. Da musste ich mal kurz aufstoßen. Ist noch eine neue Familie eingezogen. Man kann hier auch dann demnächst eine neue Familie einziehen. In die neuen Häuser. Dann werden wir bestimmt auch demnächst bald wieder mehr Gärten bauen müssen. Obwohl eigentlich das hier schon eine relativ große Siedlung ist, die entsprechend ja auch machen können. Achso, ich sehe, weil ich hier gerade sehe, dass hier die Vermögen auch relativ groß sind überall. Wir haben auch eingestellt, dass die Vermögensteuer noch ein Stück angehoben wurde. Also wir haben die jetzt von 10 auf 12 hochgesetzt. Auch das war nochmal ein Schritt. Da müssen wir mal gucken, das werden wir noch beobachten müssen, ob wir da nicht eventuell sogar noch auf 15 oder so anheben müssen. Genau. So, hier können wir das Ganze noch. Das noch. Rein, damit hier das Lager wieder geleert wird. Das ist ja auch noch wichtig. Die Produktion hier läuft auf Hochtouren, das ist perfekt. Dann können wir dann nämlich relativ schnell bald das hochsetzen oder beziehungsweise die großen Gebäude bauen. So, hier verkaufen wir auch wieder 500, doch 500.
Hier verkaufen wir wieder 40. Einkaufen tun wir nicht. Textil, warme. Doch, wir kaufen mal 200 warme Klamotten. Das scheint ja hier noch nicht so ganz zu funktionieren. So, hier setzen wir mal das noch hin. Genau, warme Klamotten wird produziert. Das sollte passen. So, Seife müssen wir dann demnächst dann auch direkt reinstellen. Also, so, die werden wir aber erst verkaufen, denke ich. Die werden wir erst verkaufen, wenn wir dann das Geschäft haben. Ich denke, das macht Sinn. So, habt ihr keinen? Ne, habt ihr nicht. Okay, dann setzen wir das hier auch nochmal in Produktion. Dass das hier alles vernünftig funktioniert. Hier so viel davon benötigt. So, mit der Seifenproduktion warten wir noch ein bisschen. Bevor wir die anschmeißen, ich will das hier erstmal vernünftig wieder zum Laufen bekommen. Das ist hier nämlich immer dieses elende Problem. Aber wir haben auf jeden Fall wieder deutlich mehr Einwohner. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie sieht denn das hier mit den Karren aus? Sind die alle in Verwendung? Ja, sind sie. Dann könnten wir theoretisch hier nochmal direkt, weil hier, das sind ja dann quasi Hauptberufliche, die das, den Warentransport hauptberuflich machen. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Aber davon einfach mal zwei Stück bauen, weil ich will eigentlich den Warentransport so effektiv wie nur möglich gestalten. Dass das hier alles vernünftig gebaut wird. Ohne größere Zeitverluste. Und deswegen halt auch der Fokus, dass das überall oder relativ häufig die Hilfsarbeiter machen sollen. Die können das ruhig machen, dann sind die wenigstens beschäftigt, sind nicht arbeitslos, sitzen nicht doof rum. Und gehen auch nicht pleite, weil das Geld holen wir uns ja im Endeffekt sowieso wieder. Gut, hier unten. Ach, wir haben gerade Erntesaison. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Dann werden wir hier mal drei Stück nochmal rausnehmen wieder. Die sollen dann hier unten noch helfen. Dass das alles seiner Wege geht. Aber es sieht schon von der Löchrigkeit deutlich besser aus, würde ich sagen. Mein Jahr ist immer noch ein bisschen löchrig, aber es ist noch okay. Ah, hier haben sie nicht... Oder wurde hier schon geerntet? Ich glaube, hier wurde schon ein bisschen geerntet, wa? Na gut, gucken wir mal. Gucken wir mal. So, jetzt werden die hier hoffentlich bald fertig mit dem Bauen. Dann kann die Glashütte nämlich auch angeschmissen werden. Potasche 1000. Sehr schön. Also scheint das ja erstmal zu funktionieren. Es muss dann halt nur noch die... muss dann nur noch funktionieren, dass die vernünftig auch mit Rinde beliefert wird. Aber wir haben ja so eine hohe Nachfrage an Holz, also ich werde das vielleicht alles mal ein bisschen laufen lassen müssen, damit die hier alles mal entsprechend voll machen können. Wenn hier der Wald, so viel ist hier auch nicht mehr von übrig. Aber werden wir auch bald weiterziehen müssen. Und dann sind die Wege halt wieder weit, weil hier hinten dann der große Wald ist. Finde ich dann auch problematisch. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken und beobachten. Ich gucke jetzt auch alle 10 Minuten links auf das Aufnahmeprogramm, dass der Ton auch wirklich mitläuft, dass mir das nicht nochmal passiert. Bin ich schon ein bisschen paranoid, was das Ganze angeht. 500 verkaufen. 1000.
1000 und das kaufen wir ein. Und hier kaufen wir auch mal wieder ein bisschen was ein, dass wir davon auch genug haben. So. Sehr schön. So läuft das erstmal. Bringt uns wieder ein bisschen Geld ein. So, hier, die sind gleich fertig. Und dann steht das Glaswerk. Machen wir mal 3 Arbeiter. Ja, ihr kriegt doch bald den zweiten. Es hängt doch wahrscheinlich nur wieder daran, dass die alle gerade noch bei der Ernte sind. Aber das ist auch okay, das sollen sie auch sein, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Und es ist noch einiges zu tun. Also ist es gar nicht mal so schlau, jetzt hier die voll zu machen. Dann geht mal bitte alle noch helfen. Auch ihr hier. Wenn wir so ein bisschen langsamer gebaut werden, ist das erstmal nicht schlimm. Wichtig ist, dass das hier fertig wird. Oh, hier ist auch das Lager voll. Warum ist hier das Lager voll? Oh. Buchweizen. Okay, wir brauchen mehr Buchweizen. Oder wir müssen mehr Buchweizen verkaufen. Machen wir das. Und wir brauchen auch noch ein Lager für Steine. Dann kann das auch hier direkt gebaut werden. So Leute, kommt. Einmal bitte ernten hier. Macht alles schnell fertig. Von der Stadtgröße sind wir doch eigentlich schon gut mit 205. Da sollte man eigentlich 2 locker hinbekommen. So, das Steinlager ist fertig. Genau. Kann das gemacht werden. So, das wird alles eingelagert. Genau, das passt. Salz haben wir doch. Nee, warte mal. War das Salz? Salz und... So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwann haben wir doch bestimmt Salz. Was war hier? Ja, okay. Ihr habt auf jeden Fall noch... Na, können wir hier mal noch einen reinsetzen. Irgendwo haben wir doch bestimmt Salz. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier nirgendwo Salz haben. Nee, wir haben echt nirgendwo Salz. Ich fasse es nicht. Naja, dann kommt jetzt hier Salz rein. So. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so, dass das Salz auch entsprechend eingelagert wird. Das wäre nämlich blöd, wenn das dann verloren geht. Dann können die das nämlich hier mal raustragen. Und hier ein bisschen Platz freimachen in dem Lager. Es ist nämlich nicht mehr so viel Platz. Na, schön, da haben wieder welche. Geheiratet. Und hier ist das Lager wieder voll. Ja, es muss halt alles. Also wir müssen auf jeden Fall deutlich mehr Buchweizen verkaufen. Da stellen wir jetzt sehr viel her von. Könnte man ja vielleicht überlegen, ob wir dann da vielleicht in der zweiten Form farmen, weil wir da auch nochmal Buchweizen herstellen, dass wir das dann nochmal tauschen. So, dann würde ich jetzt aber hier sagen, jetzt können wir hier loslegen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kann das jetzt hier dann losgehen. Gut. Ja, die Folge würde ich sagen, würde ich an der Stelle jetzt beenden. Ich lasse das alles hier jetzt laufen, dass unsere Bauprojekte wieder fertiggestellt werden. Bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.